In der Mikrosonde analysieren wir einzelne Röntgenstrahlen, indem wir die Röntgenstrahlen, die hier aus einer Probe rauskommen, an einem Analysatorkristall beugen, sodass nur noch ein einziger, die Wellenlänge eines einzigen Elements hier rauskommen und dann in einem Detektor registriert werden. Allerdings gilt diese Bedienung nur wirklich für genau die Röntgenstrahlung, die diese Winkelbedienung hier erfüllt. Das heißt, sobald eine Röntgenstrahlung hier aufkommt, wird sie irgendwo anders hin reflektiert. Was bedeutet, wir würden sehr wenig Intensität bekommen, weil wir wirklich nur von einem einzigen Winkel, der hier auftrifft, Intensität kriegen würden. Das ist natürlich nicht optimal. Und deshalb gibt es hier einen kleinen Trick. Dazu müssen wir uns erst ein klein bisschen mit Geometrie beschäftigen, denn in der Geometrie gibt es eine sehr lustige Eigenschaft, wenn wir uns hier mal einen Kreis angucken. Und deshalb zeichne ich hier zunächst mal einen Kreis. Und ja, das ist das, was wir nachher auch den Roland-Kreis nennen werden. Aber ich kann versichern, es ist ein ganz normaler Kreis, der rund ist, keine speziellen Eigenschaften hat. Was soll auch ein Kreis für spezielle Eigenschaften haben? Er ist einfach rund. Fertig. So, also deshalb gucken wir uns jetzt einfach einen Kreis an. Und der Roland heißt nur, damit man weiß, von was für einer Geometrie man spricht. Wie gesagt, ansonsten ist es ein ganz normaler Kreis. Und jetzt schauen wir uns mal zwei Punkte an auf dem Kreis. Einen hier und einen da. Völlig egal, wo die beiden Punkte liegen. Können überall liegen. Zeige ich gleich. Und dann schauen wir uns zunächst mal den Durchmesser des Kreises an. Dazu zeichne ich den Mittelpunkt. Und zwar soll der Durchmesser starten genau zwischen den beiden blauen Punkten. Also genau ungefähr hier. Und dann zeichne ich mal diesen Durchmesser. Und da dieser Durchmesser genau zwischen diesen beiden blauen Punkten ist, ist jetzt eine, können wir jetzt, zeichne ich hier noch eine Verbindungslinie ein, zwischen den beiden, die hier oben reflektiert wird. Man kann sich schon vorstellen, in welche Richtung es geht. Und dann ist es so, dass diese grüne Linie genau zwischen den beiden roten ist, ist dieser Winkel Alpha 1 gleich diesem Winkel Alpha 2. Soweit, so gut. Jetzt wird es interessant, denn jetzt ist es so, dass wenn ich diesen Durchmesser irgendwo anders hinzeichne, egal wo, auch von hier unten starten, also ich zeichne diesen Durchmesser nochmal an, das dann geht ein bisschen über den Kreis raus, ungefähr bis hier, dann gilt diese Bedienung weiterhin. Und dann ist weiterhin Alpha 1 gleich Alpha 2. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Verbindungslinie zeichne, dann ist auch hier wieder Alpha 1 gleich Alpha 2. Oder wenn ich diesen Durchmesser hier zeichne, auch dann gilt wieder. Und dann die beiden Verbindungslinien, Alpha 1 ist gleich Alpha 2. Und wenn Alpha 1 gleich Alpha 2 ist, ist Einfalls gleich Ausfallswinkel. Das ist ja die Richtung, in die wir hier mit dem Ganzen gehen. Und das gilt immer. Also wie gesagt, ich kann auch hingehen und kann diese Punkte irgendwo anders hinzeichnen. Also zum Beispiel auch hier hin und dann wieder den Mittelpunkt und den Durchmesser starten genau dazwischen. Auch da gilt das Gleiche. Kann man hier beim ersten schon nicht so gut, aber man ist klar, Alpha 1 gleich Alpha 2. Und wenn ich den Durchmesser dann auch wieder hier hin zeichne, gilt dann auch hier Alpha 1 gleich Alpha 2. Also das gilt immer, egal wo diese beiden Punkte hier liegen. Jetzt wollen wir uns hier das nochmal anschauen. Was bedeutet das denn, wenn hier überall diese Durchmesser sind? Diese Durchmesser sind alle gleich. Jetzt könnte ich natürlich diese Durchmesser alle in die andere Richtung nochmal um die gleiche Länge verlängern. Also ich kann hingehen und würde die hier alle in diese gleiche Richtung verlängern. Und logischerweise ergibt sich hier auch dann ein Kreis. Das ist der Kreis an Endpunkten von diesen ganzen Durchmessern, der dann einmal rumgeht. Und dieser Kreis
In diesem Kreis ist dieser Durchmesser der Radius. Also der Durchmesser dieses gelben Kreises, vielleicht so der Durchmesser dieses gelben Kreises, ist der Radius des grünen Kreises. Also haben wir hier zwei Kreise, die eine gewisse Beziehung zueinander haben. Und dieser gelbe Kreis, den nennt man dann diesen Rolling-Kreis. Und diese Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel-Bedienung ist immer auf diesem äußeren Kreis erfüllt. Ja, also sobald ein Strahl hier auf diesem äußeren Kreis reflektiert wird, kommt er wieder, also von dem einen Punkt genau im anderen Punkt an. Wichtig ist natürlich, dass der hier in der Mitte liegt. Also dieser Ausgangspunkt hier. Wobei das eine geometrische Sache ist. Und auch hier, also von dem zweiten Strahl, sobald er auf dem grünen äußeren Kreis reflektiert wird, kommt er genau hier an dieser Stelle an. Also vielleicht ein bisschen sauberer gezeichnet. Zunächst den einen Kreis und dann versuche ich mal ungefähr den zweiten noch mit dazu zu machen, der dann ungefähr doppelt so groß ist und der dann hier irgendwo drauf liegt. Und dann gibt es hier irgendwo zwei Punkte, die habe ich davor in blau. Und alle Strahlen, also Röntgenstrahlen, darum soll es ja zum Schluss gehen, ist ja klar, die jetzt hier auf diesem äußeren Kreis reflektiert werden, treffen genau hier auf. Ja, das ist diese Sache. Da ist dann immer die Bedienung Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel erfüllt. Und das macht man sich dann in der Mikrosonde zunutze. Und natürlich darüber, dass man hier die Probe einbaut. Das ist fest, hier kommt die Probe hin. Und das hier hinten, das ist dann der Detektor. Und der Kristall, und jetzt kommt noch ein weiterer Trick, der Kristall, der ist dann hier, auf diesem äußeren Kreis. Also, und das ist jetzt hier nicht irgendwie komisch gezeichnet, sondern dieser Analysatorkristall ist tatsächlich gebogen. Da gibt es ja noch unterschiedliche Arten, das zu machen. So hieß, also man kann ihn einmal biegen oder man kann auch so einen Geraden nehmen und kann da reinschleifen, sodass er dann auch gebogen ist. Also dass der untere Teil ist, fällt dann weg. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Also einmal ist er so gebogen und einmal ist er gerade und man schleift dann hier so eine Biegung rein. Das sind die zwei Möglichkeiten für den Analysatorkristall. Jetzt kann man, die eine Möglichkeit, dass man diesen Analysatorkristall hier hin und her bewegt, um, weil jetzt hat man ihn ja auf einen bestimmten Winkel eingestellt, sodass immer Einfallswinkel gleich der gleiche Ausfallswinkel ist, dass man also eine einzelne Linie hier selektiert. Dann kann man den hin und her bewegen, damit man eine andere Linie registrieren kann. Angenommen, die ist jetzt eingestellt auf hier Lambda von Magnesium und dann fährt man den Analysatorkristall hier ein bisschen nach oben. In dem Fall muss man natürlich auch den Detektor hier ein bisschen nach drüben fahren. Sonst funktioniert das nicht und dann stellt man das Ganze auf eine andere Wellenlänge von zum Beispiel dann Lambda Silizium ein. Hier müsste man jetzt aber den Analysatorkristall fahren und den Detektor fahren. Und das ist relativ mechanisch schwierig. Deshalb haben sich unterschiedliche Firmen unterschiedliche Lösungen einfallen lassen. Bei uns ist es so, in der Mikrosonde von Joel, hier unten ist die Probe. Hier kommen, und dann ist der Detektor, beziehungsweise ich sollte zuerst noch hier eine Linie einzeichnen. Das ist keine Linie, sondern das ist eine Welle mit einer Skala in Millimeter, entlang der fährt der Detektor, also der Kristall. Also der Kristall kann hier sein, dann kann ein Stück hochfahren, dann ist er hier. Und hier unten sind dann sowas wie vielleicht 60 mm, hier oben sind sowas wie 280 mm. Und dann fährt der Kristall hier von an der Stelle vielleicht 100 mm zu 150 mm. Und an diesen verschiedenen Stellen können dann unterschiedliche Elemente analysiert werden, weil hier gehen die Röntgenstrahlen rein. Und dann den Detektor. Und der Detektor, der dann hier ist,
der muss natürlich dann auch mitfahren. Das heißt, wenn jetzt das Ganze hier hochgeht und dann hierhin reflektiert wird, dann muss der Detektor an die Stelle fahren. Aber immer mit dieser Geometrie. Und dafür habe ich ein kleines Programm geschrieben, um das ein klein wenig zu illustrieren. Hier also das Programm, und dazu muss ich zunächst die Elemente kurz erklären. Also hier vorne haben wir die Probe. Hier hinten in grün der Detektor. Der graue innere Kreis hier, den man vollständig sieht, ist dieser Rowland-Kreis. Das braune ist der Mittelpunkt des Rowland-Kreises. Dann hier ist diese Schiene, entlang der der Analysatorkristall fährt. Die drei Punkte sind der Analysatorkristall, einfach nur drei Punkte auf dem Kristall. Das heißt, der Analysator beginnt praktisch hier links und hört hier rechts auf. Ich kann dessen Größe auch verändern. Und dann sieht man, dass dieser Analysatorkristall, der jetzt von der Größe von hier bis hier gehen würde, gebogen ist und eben genau diesen äußeren Kreis nachzeichnet. Also dieser Kreis, der einen Radius hat, der diesem Durchmesser hier entspricht. Und man kann auch sehr gut sehen, dass Einfallswinkel und Ausfallswinkel für alle drei Punkte hier immer gleich bleiben. Ja? Diese Einfalls- und Ausfallswinkel sind immer identisch. Das ist genau das, was wir wollen für eine bestimmte Wellenlänge, dass Einfalls- und Ausfallswinkel immer gleich bleiben. Egal, in welcher Position ich hier bin, egal, wie groß der Kristall ist. Und der Trick, wie gesagt, ist jetzt eben der bei uns in der Mikrosonde, dass der Analysatorkristall, also nur dieses Stück hier, ich hätte auch das restliche Blaue wegmachen können, dann wäre es ein bisschen klarer gewesen, aber dafür kann man sehen, dass dieser äußere Kreis eben da ist. Und dieser Analysatorkristall, der fährt jetzt hier entlang dieser Schiene hoch und runter und wir bekommen dann eine Position in Millimeter. Und das ist auch genau die, die hier dasteht. Also auch diese Achsen sind in Millimetern, sodass das entsprechend genauso ist, wie es in der Mikrosonde tatsächlich vorzufinden ist. Und dadurch, dass wir den Kreis Kristall hin und her fahren, sehen wir, dass sich dieser gesamte Kreis mitbewegt. Ja, und der Mittelpunkt des Rowland-Kreises, also der Mittelpunkt dieses grauen Kreises, ist dieser braune Punkt hier. Und dieser braune Punkt fährt hier entlang auch einer bestimmten Bahn. Und auch dieser äußere Kreis bewegt sich entsprechend mit. Und mit dem Programm kann man eben sich das Ganze, wenn man hier ein bisschen rumspielt, ganz gut ein bisschen klar machen. Deshalb fahre ich einfach ein bisschen rum. Also wenn der Kristall klein ist, natürlich ist der Kristall vielleicht nur so klein oder so, oder noch kleiner, weiß gar nicht ganz genau, dann sieht man es halt nicht mehr so gut. Wenn man den Kristall einfach annimmt, der wäre wirklich riesig, dann hätte man von dieser gesamten Fläche jetzt zum Beispiel selektierte Magnesium-K-Alpha-Strahlen. Und wenn man eine andere Position fährt, dann verändern sich diese Winkel hier. Also Einfalls- und Ausfallswinkel werden anders, bleiben bei allen Punkten gleich, aber verändern sich zur vorigen Position. Also hier könnten wir dann jetzt vielleicht dann Silizium-K-Alpha messen. Oder ich fahre noch weiter hoch, dann wird Einfallswinkel und ein Ausfallswinkel noch kleiner. Natürlich für alle, weil zwischen allen Punkten bleiben sie gleich. Und dann könnten wir hier jetzt Blei-L-Beta messen. Oder ich fahre den ganz runter. Normalerweise misst man Silizium eigentlich hier unten und andere weiter oben. Also könnte man hier vielleicht Silizium messen, also einen sehr großen Einfalls- und Ausfallswinkel und so weiter. Das Ganze hängt nicht nur davon ab, wo der Kristall sitzt, was man messen kann. Das ist natürlich sehr wichtig, je nachdem, wo der Kristall, in welcher Position er sich befindet, können wir unterschiedliche Elemente messen, sondern auch vom Kristall selbst. Denn in der Bragg-Bedienung steckt da noch das D drin, das heißt, der Gitterabstand ist hier auch noch wichtig. Aber so viel erstmal zum Rowland-Kreis und wie der verwendet wird, damit man den Analysatorkristall und das wieder verwendet wird, damit man einen großen Analysatorkristall benutzen kann und von der gesamten Fläche dieses Analysators, dieses gebogenen Analysatorkristalls, dann auch Wellenlänge gebeugt und Information bekommt und Information erhält.